In meinem letzten Video habt ihr gesehen, wie wir den alten Kühlschrank ausgebaut haben. Jetzt haben wir hier das neue Gerät stehen und wie dieser Kühlschrank eingebaut wird, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. In dem Ausbauvideo habt ihr ja gesehen, dass die Steckdose hinter dem Gerät ist. Also müssen wir das jetzt schon mal einstecken. Da es jetzt nur in dieser Höhe ist, könnte ich das einstecken und das Gerät reinnehmen. Wir haben aber auch viele Einbausituationen, wo es nach oben hingeht, was eigentlich auch sein sollte. Da kann ich ein Band nehmen, lasse es von oben hier hinten runter, da ist immer ein Spalt, kann dann den Stecker hier dran binden und ziehe es dann nach oben hin rein. Bei diesem Gerät die Steckdose da unten versteckt ist. Das muss ich jetzt natürlich erstmal schon mal reinstecken. Beim Reinheben des Gerätes müssen wir natürlich darauf achten, dass wir das Gerät nicht auf das Kabel abstellen. Damit das nicht geschieht, mache ich immer eins. Ich schiebe das in einer mittleren Höhe hinten in das schwarze Gitter rein. Beim Reinnehmen zieht es sich dann wieder raus und es steht auf keinen Fall auf dem Kabel. Der alte Kühlschrank war undicht. Das heißt, irgendwo ist Feuchtigkeit hergekommen, Isolierung war defekt oder sonstiges. Das Wasser ist dann in den Boden gelaufen, wo das Gerät drauf stand, und hat natürlich alles kaputt gemacht. Es ist aufgequollen. Jetzt müssen wir natürlich irgendetwas machen, damit wir einen geraden Boden wieder bekommen. So ein Brett rausschneiden ist ziemlich aufwendig, wieder das reinmachen. Ich habe mir eine Edelstahlplatte besorgt, die ich dann da reinlegen kann. Diese Edelstahlplatte ist sehr stabil, ein guter Millimeter dick. Und ich habe mir hier vorne eine Kante dran biegen lassen. Jetzt kann ich das reinlegen und habe wieder einen super schönen geraden Boden. Noch ein kleiner Tipp, falls es unten sehr uneben ist und das Blech nicht mehr hält, dann macht etwas Silikon darunter. Das ist hier nicht erforderlich. Das ist recht glatt und wird dann auch von dem Kühlschrank angedrückt und hält auch so. Jetzt noch eins, müsst ihr schauen. Wenn dieses Brett lose ist und ich kann es bewegen, sollte es natürlich von unten mit einer Holzleiste abgestützt werden. Ich habe das Gerät jetzt auf einer Kante abgesetzt und kann das Kabel hinten vernünftig verlegen und darauf achten, dass es nirgendwo klemmt. Wir schieben das Gerät noch nicht ganz rein, weil wir ja noch das Gelenk umändern wollen. Hier oben müssen wir noch Befestigung machen und an den Seiten noch was, damit wir da auch noch vernünftig drankommen. Lassen wir es erstmal so ein Stück vorstehen. Bevor wir das noch vergessen, hier ist eine Transportsicherung drin an einigen Geräten, damit die Tür beim Transport nicht angequetscht wird und die Türdichtung zusammengequetscht wird. Die müssen wir natürlich noch rausmachen, die stört sonst. Wir dürfen jetzt nur eins nicht vergessen, wir wollten ja den Türanschlag ändern, damit wir nicht immer um die Tür rumlaufen müssen, wenn wir auch was aus dem Kühlschrank rausholen wollen, wenn wir hier an der Arbeitsfläche stehen. Als erstes werden wir die vier Schrauben lösen, je zwei am Gelenk, hier oben und hier unten. Das können wir gefahrlos machen. Das Gelenk zieht die Tür noch an, so dass sie nicht runterfällt. Nachdem wir die vier Schrauben gelöst haben, können wir die Gelenke jetzt öffnen. Wir halten natürlich die Tür gut fest. Jetzt können wir die Tür abnehmen. Die Türgelenke sind so konstruiert, dass wir die gleichen Gelenke von rechts nach links hin machen können. Wir müssen nur eins beachten, dass oben rechts wird nach unten links und unten rechts geht nach oben links hin. Das wird verdreht. Die Gelenke haben Langlöcher, deswegen können wir die Schrauben schon bis zur Hälfte da reindrehen und brauchen das Gelenk nicht so lange in der Hand festhalten. Die Löcher sind mit Plastik zu, damit man die nicht sieht. Hier wird jetzt einfach die Schraube angesetzt und durchgestoßen und festgeschraubt. Da das Gerät jetzt eine Gefrierfachtür hat, müssen wir diese natürlich auch umschlagen. Die Tür ist befestigt mit hier unten einem Zapfen, der mit einer Schraube fest ist, und hier hinten, wo es einrastet. Diese Teile müssen wir natürlich auch tauschen.
Ich löse jetzt zuerst die Tür, dass wir die schon mal rausnehmen können. Wir müssen jetzt natürlich den Haltezapfen auf die andere Seite bringen. Da ist vom Hersteller schon etwas vorgestanzt. Ich mache das immer so, dass ich die Schraube schon einmal da reinschraube, damit es hinterher leichter geht. Mit der Rastung gehe ich natürlich genauso vor. Ich löse sie und befestige sie auf der anderen Seite. Wir schauen jetzt, ob die Tür auch gut schließt. So, jetzt können wir die Tür wieder einsetzen. Ich mache das immer so, dass ich die jetzt hier einfach wieder einhake und die Gelenke andrücke. Dadurch hält das und ich kann die Schrauben wieder da reinschrauben. Nachdem ich die Schrauben alle angesetzt habe, bis zur Hälfte ungefähr, schraube ich sie jetzt fest. Jetzt eben noch den Test, ob die Türgelenke alle funktionieren. Super. Jetzt setzen wir oben das Abdeckblech ein, damit der Spalt später nicht mehr zu sehen ist. Da der Kühlschrank an diesen Teilen auch mit zwei Schrauben hinterher noch befestigt wird, müssen wir erstmal zwei Schrauben nehmen und das am Gerät befestigen. Das Gerät muss da hinterher reingeschoben werden und ausgerichtet werden. An den Gelenken kommen noch Abstandshalter, die sich berechnen nach der Dicke der Schrankwand. Das messe ich dann. Es gibt 16 oder 19 mm Stärke. Hier haben wir 16 mm. Dadurch muss das dranbleiben und ich brauche es nur umklappen. Es ist natürlich so, hier haben wir jetzt ein Bosch Siemens Gerät, also von der BSH. Hier wird das so gemacht. Es gibt natürlich auch andere Geräte, die anders befestigt werden. Die Kappen werden so eingesetzt, dass die beiden Löcher nach unten zeigen und die Schräge zum Gerät hin bzw. zum Schrank hin. Das sind die Abstandshalter, die hinterher den Abstand genau festhalten, wenn wir das Gerät festschrauben. Nachdem wir das Gerät ausgerichtet haben, also grob, das Feine kommt noch, müssen wir jetzt noch die Vorderfront anbringen. Die Vorderfront wird befestigt mit Haltewinkeln. Hier oben ein durchgehendes Blech und unten rechts und links kommen solche Halterungen dran. Die bringen wir jetzt an. Als erstes löse ich oben das große Halteblech. Jetzt können wir das Blech abnehmen. Wenn wir jetzt die Türfront davor anbringen wollen, müssen wir ja bestimmte Maße einhalten, damit die auch hinterher genau mittig davor ist. Wir haben einmal in diesem Blech eine Kerbe, die uns die Mitte von dem Blech anzeichnet. Die übertragen wir dann auf die Holzfront. Oben den Spaltmaß von der Tür müssen wir natürlich auch noch einstellen. Dieses Spaltmaß nehmen wir uns von anderen Türen. Das Spaltmaß übertragen wir jetzt auf das Blech an der Oberkante. Wir ziehen die 6 mm ab, die ich da eben gemessen habe und haben dann genau 5 cm, wie wir das Blech gleich befestigen müssen. Um das Blech jetzt mittig anzubringen, messen wir die Breite der Tür und teilen das durch 2. Logisch. Da wir gleich mit dem Blech in der Höhe noch variieren müssen, ziehe ich den mittleren Strich etwas länger. Jetzt zeichne ich noch die 5 cm von oben an. Bei dieser oberen Höhe kommt es aber auch nicht auf Millimeter an, weil wir gleich noch Verstellschrauben haben, wo wir die Höhe einstellen können. Damit das Holz beim Schrauben nicht so ausreißt, körnen wir das etwas vor. Jetzt hänge ich die Front mit dem Halteblech ein. Bei diesem BSH-Gerät ist es wichtig, dass das geöffnete Loch auf diese Schraube draufkommt und mit der anderen Schraube wird das hier gesichert. Jetzt habe ich hier noch eine Stellschraube, wo ich eben das Blech draufgelegt habe. Die kann ich jetzt rausdrehen
und kann das in der Höhe noch verstellen. Bevor wir die Tür endgültig ausrichten, müssen wir die Abstandshalter einbauen. An den Seiten die Abstandshalter, die hatten wir ja schon gesehen, wie die angebracht werden. Jetzt ist bei diesem Gerät noch so ein filigraner Abstandshalter dabei, der unten eingeführt wird und befestigt wird. Jetzt schiebe ich das Gerät vorsichtig rein. Achtung, nicht zu tief. Die vordere Nase muss abgebrochen werden, wenn wir alles ausgerichtet haben. Das wird einfach nach oben gedrückt, wie ich schon sagte, filigran, zack, ab. Wir haben ja jetzt das genaue Maß. Wir haben das Gerät soweit befestigt. Wir müssen jetzt nur noch hier unten das befestigen. Normalerweise wird das ja nur mit einer Holzschraube da reingeschraubt. Aber da wir jetzt unser Edelstahlblech hier haben, müssen wir natürlich vorbauen. Ihr seht, der Spalt kommt schon hin. Das ist ca. 5 mm, wie ich das gemessen hatte. Aber hier vorne ist der Spalt zu klein. Jetzt habe ich die Möglichkeit, wie ich eben schon sagte, an den Schrauben die Höhen zu verstellen und auch etwas in der Breite die Tür zu bewegen. Um die Tür jetzt tiefer zu bekommen, vorne rechts, drehe ich die Schraube rein. Der Spalt sieht optisch gut aus, das lassen wir so. Wir müssen jetzt rechts das noch etwas ausrichten. So, das passt jetzt auch. Das passt jetzt auch alles. Jetzt machen wir die Schrauben oben noch fest, damit sie nicht mehr verrutschen. Für diese Winkel ist das auch schon vorgestanzt hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da ist eine kleine Stanzung da drin, dass ich die Schraube dann auch gleich da rein machen kann. Dafür haben die einen Stahlnagel dabei getan, den ich ansetzen kann und das Loch vorbohre, in Anführungsstrichen. Jetzt müssen wir nur noch die unteren Teile befestigen, damit das auch miteinander verbunden wird. Und dann haben wir ja schon. Hier unten haben wir auch ein Langloch in dem Blech, dass wir auch den Abstand gut einstellen konnten. Ich musste da etwas weiter rausgehen, damit die Türdichtung anlag und nicht das Holz. Zum Schluss verschönern wir auch noch unsere Spalten und Löcher, die ja durch diese Arbeiten entstanden sind. Hier haben wir noch so eine Dichtung, die magnetisch ist. Die wird an den Seiten dran gesetzt und verschiedene Kappen, um die Löcher zu schließen. Diese optische Dichtung ist natürlich etwas lang. Die haben wir jetzt mit der Schere, mit der normalen handelsüblichen Schere abgeschnitten. Da wir die Türgelenke ja gewechselt haben, haben wir jetzt hier Löcher und die schließen wir mit diesen Kappen. So, alles hat gut geklappt. Wir hatten zwar einige Herausforderungen, wir mussten die Tür anders umschlagen, dadurch ist der Griff nach oben gekommen, was in diesem Fall nicht so schlimm ist, weil er nicht zu hoch ist. Ja, du siehst, wenn du dich an den Gebrauchsanweisungen hältst oder an diesem Video, dann klappt das auch, dann kannst du das auch alleine machen.